Hallo meine lieben Freunde und danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Runde hier von Magic Duels Shadows of Innistrad. Ja, letzte Aufgabe, letzte Möglichkeit, das ist der Blutengel. Ich hab's mir schon gedacht. Der Erzengel, oh Entschuldigung, nicht Erzengel, sondern, nicht Blutengel, sondern Erzengel. Avakin, ehemaliger Beschützerin von Innistrad, sinkt in eine Gestöber blutiger Schwingen in die Kathedrale hinein. Die Schwingen sind blutig, während hinter ihr eine Spur aus feurigen Zerstörung folgt. Okay, das ne, also Feuer macht sie aus ihrem Schatten. Aber Klüne und Verstand ist ein Labyrinth aus fieberhaften Turbulenzen, die den telepathischen Jace ins Taumeln bringen. Tamibio eilt ihm zur Hilfe, obwohl auch ihr der Wahnsinn des Erzengels zusetzt. Bin ich ja mal gespannt, ob sie uns wirklich zu Hilfe... Oh doch, die kommt uns wirklich zu Hilfe. Aber die hat doch hier überhaupt nichts zu suchen. Die hat hier nichts zu suchen. Oh, zweifarbig, okay. Ach, weißt du was? Wir halten einfach mal, wir probieren es einfach mal. Oh. Das war natürlich doof. Ich hätte natürlich weiß haben müssen. Hätte ich mal drauf achten sollen. Scheiße, ich dachte zweifarbig. Es ist dreifarbig. Oh Kacke, das war so schlecht von mir. Wir hätten es nicht halten dürfen. Was macht der eigentlich hier? Wenn ein Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Diese Kreaturen tappte nicht während der Tappphase ihres Beherrschers, solange ich den kontrolliere. Scheiße. Das ist echt kacke gerade. Das ist natürlich nice. Das ist wirklich gut. Gut, dass wir das Land nachgezogen haben. Lucky Ass. Und da haben wir einen Hinweis. Das mit dem Hinweisen und der hier ist ja echt nett. Uns immer mal aufbewahren. Scheint so. Wir brauchen zwei blaue nachher. Genau wie für den hier. Macht das jetzt Sinn, schon mal einmal Schaden auszuüben? Nein, macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, was er noch hat. Und wir können unsere noch aufpimpen und dann kriegt er +2/+0. Also das ist schon mal ganz gut. Erst wenn wir noch einen für Backup haben, dann werden wir ein bisschen Druck machen. Und muss demnächst abwerfen, da ist jemand anders. Gut, kann das sein? Jeder Kreatur opfert eine Kreatur mit Flugfähigkeit. Ja, ich habe tatsächlich gleich eine. Eigentlich will ich den noch gar nicht benutzen, aber ich will auch Druck machen. Natürlich hat er jetzt sein Land, so was gewusst hätte. Ja, okay. Der kriegt nichts. Der kriegt +0, nix. Ist trotzdem ganz schön stark. Das bringt nichts. Halt. Alter, muss hier aber mehrfach klicken. Opfer eine bleibende Karte hat er gemacht, sonst war seine Kreatur. Als zusätzliche Kosten um den hier. Schicke ein Artefakt, eine Kreatur oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Spontanzauber, ne? Dann habe ich die noch im Friedhof. Aber ich glaube nicht, dass ich auf dieses wieder drauf zugreifen will. Ich hole trotzdem mir mal eine neue Karte.
Nice. Das ist nice. Die Karte finde ich richtig, richtig gut. Eine eigene Auto, also eine Synergie in sich selbst. Nice. Und man kann mit den Artefakten ja noch mehr machen. Die meisten denken immer nur, ach, guck mal, die hier, ich habe ja ein Artefakt, was ich für Karten ziehen auf meinen 2-Mana. Aber man vergisst, man kann ja auch noch für andere Karten Artefakte gebrauchen. Das muss ja nicht nur zum Opfern sein. Sei es zum Beispiel für einen Welder, für die einen oder anderen, die was sagt, um Karten hin und her zu tauschen. Oder für, ich habe mir einen Drachen geholt, einen Tyrann-Drachen, der sagt, wenn ich 20 oder mehr Artefakte kontrolliere, dann gewinne ich das Spiel. Und man braucht immer Artefakte mal zum Opfern. Und das hat, dann hat man welche, die man völlig umsonst kriegt. Für 6 Mana kann ich ihn transformieren. Ja, bitte transformieren. Das heißt, für jedes Land, was ich jetzt spiele, kriege ich hier so nette Hinweise. Okay. Das wären aber auch nur plus 2. Du kannst diese Ach so, dann wird das eine Kopie einer Karte, ne? Du kannst das verändern, ich als Kopie einer bleibenden Karte ins Spiel bringen, außer dass er plus X zu. Ach so, aber dann müsste er natürlich erstmal was Schönes im Spiel haben. Aber da haben wir jetzt ja so nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich finde den ganz schön doof gerade, weil ich jetzt nicht mehr angreifen kann. Außer ich tappe ihn den permanent weg. Dann wird er fliegen, dann könnte ich ihn wegkriegen, aber so viel Mana wird er nicht haben. Ich will ihn jetzt weg haben. Ach, weil ich. Warte, mein weißes. Ach ja. Ach, weißt du, wisst ihr was? Guck mal, ob wir mal einen Hinweis kriegen. Oh, das war gut, dass wir es gemacht haben. Jetzt sind die ja stärker, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Und was haben wir hier? Immer wenn du eine Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, dann mache ich Nachforschung. Immer wenn ein Hinweis opferst, geil. Jetzt habe ich hier voll die Mega-Synergie langsam. Einfach nur reinblocken? Ne, die Leben werden zu weit runter. Alter, ich habe voll die Auto-Mega-Synergie. Die hier zusammen sind ja mal ultra. In einer fliegenden. Ja, opfert er eh gleich. Klingt zwar total überheblich, aber ist ja so. Ich könnte jetzt ein Land ziehen, das wäre mal ganz gut. Ist kein Land. War ich das? Oh, ehrlich? Tut mir leid. Ich habe einen Hinweis geopfert und kriege dafür einen Token, das stimmt. Wenn ich ein Hinweisopfer kriege, 3 Leben. Das wird ja immer besser. Aber ich glaube nicht, dass er es überlebt. So weit wird er nicht kommen. War ja schon ein bisschen sehr einfach an der Stelle, oder? Was sagt ihr? Ja, er war Mana-Scoot. Ist ja okay, ich hab's ja gesehen. Ach, so ist das? Also, ich hab das Bild jetzt irgendwie nach dem Kampf anders in Erinnerung. Gerade als Jace und Tyrann glauben, Avagyn in der Schlacht in Schach gehalten zu haben, entfesselt der Engel die geballte Kraft ihres Zorns gegen die beiden. Die Kathedrale stürzt über den beiden Planeswalkern ein und sie werden zum Boden gerissen. Dann soll er sich wegteleportieren. Ach, und jetzt gibt's ein Bonuslevel? Ja, dann machen wir auch noch das Bonuslevel, oder? Oh, jetzt kann Sorin.
Avakyns Wahnsinn umschließt Jace und Dürren und die beiden können ihr nichts mehr entgegensetzen. Hatte ich aber anders in Erinnerung. Der Erzengel hebt seinen Speer, doch der Schlag von zerbrochenem Glas lenkt ihre Aufmerksamkeit auf die Ankunft von Sorin Mankov. Der Vampir Planeswalker betrachtet seine geliebte Schöpfung, den Erzengel Nadon, Wächtern von Innistrad, mit stiller Wut. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz was anmerken für alle, die Magic kennen. Storytechnisch kommt jetzt die Magic-Karte Schmerzerfüllte Auslöschung ins Spiel. Ist ein Spontanzauber für ein farbloses, ein weißes, ein schwarzes. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Du verlierst 3 Lebenspunkte. Und jetzt kommt der Flavortext, der passend zum Bild ist. Sorin hatte Avakyn erschaffen. Doch es ist ihm zu viel. Nicht mit V, sondern einfach Z-U-F-I-L. Zu viel? Keine Ahnung. Sie für immer auszulöschen. Überstieg alles an Grausamkeiten Vorstellbare. Ja, ich weiß nicht, was dieses Wort einfach bedeutet. Ganz ehrlich, ich bin zwar deutsch, aber zu viel, nur ohne V, sondern mit F. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halte ich die einfach nicht. Die halte ich einfach nicht. Ja, bei mir kommt es auch getappt ins Spiel. Dann können wir den hier gleich spielen. Hat Lebensverknüpfung, opfere eine Kreatur, liege eine +1/+1 auf jeden Vampir, den du kontrollierst. Was schon mal ganz gut ist. Opfere diese Schriftrolle, ziehe eine Karte. Falls du einen Engel kontrollierst, erhältst du 5 Leben dazu. Das ist aber ganz schön heftig. Lebensverknüpfung, schicke den hier aus dem Friedhof ins Exil, bringe 2 weiße Geist-Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit und Spielaktivfähigkeit nur in diesem Zeitpunkt, in dem du auch eine Hexerei wirken könntest. Okay. Der ist gut. Immer wenn man Gegner eine Kreatur stirbt, wird er stärker. Schon vorstellen, was hier für eine Synergie gespielt werden soll. Ja, der kriegt wieder Plus, wenn ich Plus hätte. Todesberührung und Lebensverknüpfung. Den blocke ich nicht. Kann ich jetzt schon sagen. Er hätte mal angreifen sollen. Ich habe ihn nicht geblockt. Aber okay. Eine schöne Karte. Was sagt ihr denn? Für 1 kann ich eine Karte abwerfen, dann transformiere ich ihn, dann wird er nämlich zu einer fluchsicheren, unzerstörbaren 0-1 Kreatur, die nicht geblockt werden kann und nicht blocken kann, und für 3 Mana kann ich sie umwandeln wieder. Zerstöre einen angreifen oder geblockte Kreatur deiner Wahl mit Stärke 3 oder... Ja, das ist natürlich ärgerlich. Kann ich nichts machen. Okay, wir wirft eine Karte ab und 2 zu ziehen. Muss ich das mal ganz kurz durchlesen. Zu Beginn jedes Kampfes erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, Erschlag bis zum Ende des Zuges, falls du eine Kreatur kontrollierst, die Erschlag hat. Das gleiche gilt für Flugfähigkeit, Todesberührung. Erhalten Kreaturen, okay. Doppelschlag, bla bla bla, alles auf einmal. Okay.
Next round. Schade, dass hier unblockbar nicht stehen und unzerstörbar. Naja. Jetzt kriegen sie doch alle fluchsicher und unzerstörbar. Okay, wusste ich's. Immer wenn der hier blabla angreift und nicht geblockt wird, kann ich die zahlen und dann transformiere ich den wieder zurück. Okay. Fluchsicher und unzerstörbar. Ist kein Vampir, ne? Nein. Er ist einer. Hat seinen Grund, warum ich das so gemacht habe. Er ist unzerstörbar. Er bleibt nämlich, er behält nämlich den Counter drauf. Oh Gott. Achso, Lebensverknüpfer haben die auch noch gekriegt, oder? Nee. Naja. Opfere eine andere Kreatur. Der hier erhält plus 2, plus 1 bis zum Ende des Zuges Aktivierungsfähigkeit nur, falls du okay. Sollen wir eine andere Kreatur opfern? Muss sein. Und Gott, was für Ansammlung hier von Fähigkeiten. Jetzt muss ich mal gucken, was er ist. Er hat... So. Was hat er denn? Eine Doppelseitigkeit. Okay, er ist fluchsicher und zerstörbar. Kann nicht geblockt werden. Stärke und Widerstandskraft ist höher. Hat Plus-Counter, hat Todesberührung, hat Lebensverknüpfung, ist fliegend, kann nicht geblockt werden und hat eine Ausgeachtung. Scheiße. Ich würde mal sagen, hier. Und das trifft auf alle zu, ne? Weil der hier den... Das ist total lächerlich gerade, was gerade passiert. Fehlt noch irgendwie unblockbar oder so. Also er ist ja unblockbar, aber ich meine die anderen... Wie es gerade ist, ist es nicht besonders schwer. Ja. Der ist total übertrieben.
übertrieben, der Typ hier. Muss ich immer sagen. Der ist voll geil. Ich glaube, den muss ich mir nochmal irgendwie hier besorgen. Ich meine, nee, richtig. Ja. Schon klar, ne? Was war das denn gerade für ein Zeichen? Hallo? Hallo? Ach komm schon, ich hätte jetzt gewonnen. Unzerstörbar immer noch, ne? Ich habe 47 Leben. Es ist so übertrieben. Ja, zieh mal Karten. Nimmt er ihn hier? Das ist natürlich jetzt nicht, dachte er nimmt ihn. Da kann ich nichts gegen machen. Ja. Ich möchte, dass er wieder Nebel wird. Eine Kreatur und unzerstörbar bis zum Ende des Zuges. Ja, wir transformieren ihn mal zurück. Sollte reichen. Die Gewalt, die auf deinem Zunge kann ich ja discarden. Alter, ist das mies. Ehrlich? Hier gibt's... Das ist ja mies. Also auf der Originalkarte ist hier eine Säule. Und deswegen sieht man die nicht. Ich habe mal nur diesen Ausschnitt hier. Das ist ja krass. Vor vielen Jahren hat er Avakyn erschaffen, um ein Gleichgewicht zwischen Menschen und dem Übernatürlichen herzustellen. Und nun sieht sich so gezwungen, sein verdorbene Wächterin auszulöschen. Mit gesenktem Kopf und schmerzerfülltem Bedauern wendet er seinen Blick ab, als er seine Schöpfung zu einer Aschewolke werden lässt. Mit Avakyns Auslöschung ist nun auch der letzte magische Schutz, den Sorin über Innistrad gesponnen hat, gebrochen. Ich dachte, der berührt den Kopf. Muss ich glatt mal gucken. Tut er auch. Zumindest ist in den anderen das hier auf dem Kopf, berührt den Kopf. Und deswegen dachte ich, das Schwert berührt ihn und dadurch wird es hier ausgelöscht und nicht einfach nur hier so und einfach das Schwert irgendwo hin. Na gut. Das war auf jeden Fall die Geschichte von
Magic the Duel Shadows auf Innistrad. Wenn euch die Kampagne gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben zurücklassen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge hier von Magic wiedersehen, wenn noch eine rauskommt. Ich denke mal schon, vielleicht eins, zwei hier mit noch ein paar Karten. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann wieder in einem anderen Let's Play wiedersehen. Ich gucke mal, wie euch das hier gefallen hat und wie wir weitermachen. Danke, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine lieben Freunde.